Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Handarbeitstagebuchs. Mein Name ist Cindy und ich zeige euch, was ich so gestrickt und genäht habe die letzte Zeit. Genau. Das letzte Video ist wieder nicht so lange her, aber ich habe hier wieder genug um mich herumliegen, um ein Video zu machen. Und dann kann man halt mal ein bisschen öfter Videos machen, ne? Warum nicht? Zeit habe ich da dafür heute und dann dachte ich mir, mache ich das mal, bevor sich wieder zu viel ansammelt. Genau. Ich habe heute wieder ein bisschen was Fertiges, was neu angefangen ist, bisschen Pläne, was genäht ist, volle Programm praktisch, außer Spinnen ist nicht dabei. Und ich habe mir überlegt, ich gehe mal so alle Projekte durch, die ich habe. Ich habe mir alle Projekttaschen, die hier so rumstehen, wo was drin ist, zusammengesammelt. Und will da mal reinschauen und eventuell mich von gewissen Sachen trennen. Das entscheide ich aber während des Videos, glaube ich. Ich hadere schon eine ganze Weile mit mir, ob ich gewisse Sachen ribbeln soll oder nicht. Und ja, wir schauen mal. Genau. Ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an mit den fertigen Sachen. Das erste, was ich fertig habe. Ich habe kurzfristig einen Teststrick angenommen von Kiwi. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, Kiwis Stricklust nennt sich der, ist die Kirstin. Und die hat ein Sockenmuster sich überlegt, Design entworfen. Und genau, und da, die habe ich eben halt eben mal schnell testgestrickt. Und das war wirklich relativ schnell, ich glaube 4 Tage oder so. Ich habe die relativ schnell runter geratscht und das sind diese Socken einmal. Die sind jetzt gewaschen und gespannt. Die haben ein Lace-Muster. Sie hat es dreimal wiederholt. Ich habe es im Schaft viermal wiederholt. Oben ein Krausbündchen, also linke und rechte Runden als Bündchen. Und dann, wie gesagt, ein Lace-Muster. Das habe ich auf dem Oberfuß fortgeführt. Eine Bandspitze und eine Fischlips-Kistil habe ich gemacht. Die Socken werden mit 64 Maschen gestrickt. Ich stricke meine Socken normalerweise mit 56 Maschen. Ist aber nicht schlimm. Die sind jetzt halt ein bisschen lockerer hier oben. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Ich habe mit 64 Maschen angefangen, habe dann halt das Muster runtergestrickt, habe die Ferse gestrickt und nach der Ferse hier unten am Fuß habe ich 4 Maschen abgenommen. Dann hatte ich praktisch nur noch 60 Maschen am Fuß. Also ist der Fuß ein bisschen schmaler wie der Schaft. Das ist einmal ohne Sockenbrett. Ne? Aber das kann man, glaube ich, nicht erkennen, die 4 Maschen. Genau, ich habe da halt einfach 4 Maschen abgenommen. Ich habe es auf zwei, nein, ich habe es auf 2 mm Nadeln gestrickt, weil es eben 64 Maschen sind. Aber bei mir macht eine Zweiernadel und eine 2,5er Nadel nicht so viel Unterschied. Weil sobald ich dann die Zweier in der Hand nehme, stricke ich noch lockerer, als wenn ich mit einer 2,5er stricke. Genau, die wären vielleicht sogar fester geworden, hätte ich eine 2,5er genommen. Ja. Die Socken nennen sich Claire-Socken. Die gibt es noch nicht auf Ravelry. So wie mein Stand der Dinge ist, ist, dass die am 6. Dezember an Nikolaus erscheinen werden. Im Ravelry Store von Kiwi. Und ja, aber da wird sie bestimmt in ihrem Video noch ein bisschen was zu sagen. Ich darf sie aber schon mal zeigen. Das ist ein sehr schönes Muster, ist auch ein eingängiges Muster, ist nicht schwierig, ist auch für Anfänger geeignet. Ist ein schönes Lochmuster, wie ich finde. Hat auch Spaß gemacht zu stricken, keine Frage. Und die Wolle, die ich benutzt habe, ist auch von Kiwi. Und die hatte ich mal im Tauschpaket von ihr. Da hatte ich ihr Projekttaschen gemacht und da war diese mit drin. Die hatte jetzt keinen Namen, die Wolle. Das ist einfach nur von vom Das oder Dei Schaf. Genau, sie hat einen eigenen Shop mit handgefärbte Wolle und das ist einer von ihr. Ich glaube, das ist aber schon ein bisschen älteres Knäuel, weil da hatte sie noch eine andere Banderolen wie jetzt. Jetzt hat sie andere Banderolen. Genau, und das war halt wie gesagt ein Tauschpaket und dann habe ich jetzt grüne Wolle, Kiwi-grüne Wolle, ja, Kiwis, Anleitung, alles Kiwi. Genau, und so wird wahrscheinlich auch meine Folge heißen. Ich habe die letzten Folgen immer gar keinen Namen gegeben, weil mir nichts eingefallen ist. Aber das wird wahrscheinlich heißen, alles Kiwi oder was? Mal schauen. Genau. Wie gesagt, noch nicht verfügbar. Bisschen dauert es noch, 6. Dezember. Und dann kann man diese Socken nachstricken.
Doch, die gefallen mir wirklich gut, ja. Man hätte auch ein bisschen runterrechnen können mit der Maschenanzahl. Man hätte bestimmt 4 Maschen weniger anschlagen können. Aber ich dachte mir strikt jetzt so, wie die halt in der Anleitung sind, um eben die Anleitung zu gucken, ob da alles dran funktioniert. Und da funktioniert auch alles dran an der Anleitung. Ist super verständlich. Ist, kann ich nichts zu sagen. Genau. Fertiges Projekt Nummer 1. Ja. So. Die kanntet ihr auch noch nicht, weil die kam kurz nach dem Video oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also, das noch ein Projekt, was fertig ist, was ihr nicht kanntet oder noch nicht kanntet, die habe ich gestern fertig gemacht. Meine Tochter fängt langsam an, Stricksachen zu mögen. Also, die verlangt immer mehr Sachen von mir, die ich machen soll. Und zum einen waren das auch Socken. Und dann habe ich ihr einmal Socken gemacht. Die ist immer in letzter Zeit an meinen Schrank rangegangen, hat sich die Socken genommen. Ich trage aber Größe 41, sie ist bei 36, 37. Und dementsprechend sind die natürlich immer ein bisschen zu lang. Und dann dachte ich halt, okay, komm, ich mach dir mal Socken, die dir auch wirklich passen. Sie ist dann hier nach oben gegangen mit mir, hat Wolle rausgesucht und hat sich für die Regia Perfect Rainbow Color entschieden. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, erst in die Kamera gehalten oder vorletztes Mal. Die hatte ich auch im Tauschpaket mit der Anja gehabt, wo ich meine Wollmeise Lace getauscht habe. Deswegen, die war also nicht lange in meinem Stash. Die hat sie sich rausgesucht. Ich habe es aber nicht direkt nach der Regia Perfect Anleitung geschrieben, wie hier drauf. Ich hätte normalerweise hätte die Ferse blau sein müssen. Aber dann wäre mir der Schaft einfach zu lang geworden, weil sie hat halt eine kleinere Größe, ne? Und dementsprechend habe ich mich nicht dran gehalten. Hab halt einfach so runtergestrickt, wie es kam. Und die zweite Socke habe ich dann genauso gemacht. Also die sind wohl gleich. Kann man sich ja gut an den Blöcken orientieren. Aber halt nicht original, wie Regia Perfect halt das vorgegeben hätte. Angeschlagen habe ich 52 Maschen. Ich schlage generell immer 4 Maschen weniger an, wie die Sockentabelle das vorgibt. Einfach weil ich relativ locker stricke. Habe zwei rechts, zwei links den kompletten Schaft runtergestrickt, dass die schön anliegen. Habe dann wieder die Fischlipskissi gestrickt, unten am Fuß glatt rechts gestrickt und oben wieder zwei rechts, zwei links und vorne dann die Bandspitze. Die ging auch ganz schnell. Also diese Socke habe ich gestern fertig gemacht. Wo die Kinder von der Schule gekommen sind, habe ich diese Socke, die Spitze, fertig gemacht. Also wir haben uns einen Film angeguckt, dann habe ich die Spitze hier fertig gemacht. Wir hatten gestern Nachmittag Filmmittag, haben uns zwei Filme angeguckt und dementsprechend habe ich dann die Spitze gemacht, habe diese angeschlagen und dann, bis die Filme zu Ende waren, war ich wieder bis bei der Ferse. Und wo die dann im Bett war nachher, habe ich dann die Ferse noch gemacht und komplett runtergestrickt und dann war der Abend schon fast vorbei. Also die habe ich gestern an einem Tag runtergerattert, aber sind halt wie gesagt 52 Maschen, das geht auch ganz schnell, ne? Genau. Auf dem Sockenbrett sehen die halt so aus und so sehen die halt sehr, relativ unförmig aus, aber die passen hier sehr gut. Ja, die sind auch noch nicht gewaschen oder so, die werde ich auch nicht waschen. Die werde ich jetzt bei ihr im Schrank verschwinden lassen und dann wird sie sich heute Abend freuen, wenn die fertig sind. Die habe ich auf 2,5 Nadeln gestrickt. Genau, wie gesagt, 52 Maschen, Größe 36, 37 ist das mittlerweile auch beide gleich. Kann man ja gut machen bei diesen Streifen wollen. Ja, genau. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde die Färbung sehr schön. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass sich gerade die rausgesucht hat. Aber so ist das. Ich habe auch noch was über. Ist klar, weil kleine Größe, das sind zwei identische Knäule. Und ich habe die jetzt noch nicht gewogen, aber ich denke mal, da gehen noch ein paar von. Auf jeden Fall. Was, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt verbraucht habe für ihr. Keine Ahnung. Genau. Also das ist auch einmal fertig geworden. Kann es ja auch noch nicht. Ja, so zwei Paar Socken. Und dann habe ich noch was fertig. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich das fertig kriege. Aber ich habe mich da auf einmal so reingehangen. Und ja. Und zwar, meine Darling Emma ist fertig. Die ist noch ein bisschen klamm. Also die habe ich Samstag fertig gemacht, habe die Sonntag gewaschen. Und dann unten im Keller auf Leine, also auf Wäscheständer. Aber da trocknet das so schlecht ab und die ist halt noch ein bisschen klamm. Und das ist das gute Stück einmal. Die Darling Emma, eine Kaufanleitung von Jorge Lucatelli mit so einem Lace-Muster. Die Fäden muss ich noch vernähen, ist nicht schlimm. Die Ärmel sind extrem gewachsen, die sind jetzt extrem lang. Ich könnte den auch mal kurz überziehen, aber der ist halt wie gesagt klamm, kann ich nicht so lange anlassen. Ich ziehe den mal über. Der hat ja so einen Schalkragen.
Und was mich ein bisschen stört bei der Jacke ist, dass die Vorderteile, wo das Lace ist, ein bisschen länger sind wie hinten. Ich denke, das liegt einfach daran, durch das Lochmuster zieht sich das mehr nach unten. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen verkürzte Reihen im Rückenteil rein gemacht, dass das Rücken ein bisschen länger wird. Wo ist der Arm? Hier. Ja, die ist ein bisschen feucht noch. Ich muss da jetzt ein bisschen gucken. Und ich habe einen Pullover an, aber geht trotzdem. Und die Ärmel, ne? Die sind halt super lang geworden. Also ich habe die gestrickt, da waren die hier zu Ende. Und dann habe ich abgekettet. Aber die sind toll gewachsen, muss ich sagen. Ja. Ist auch nicht so eng oder so. Das ist halt einfach nur noch ein bisschen feucht. Genau. So, die Darling Emma. Ich weiß auch nicht, ob das so mein Ding ist, bin ich auch ganz ehrlich, weil durch dieses Lochmuster kommt mir das so ein bisschen so. Jo, keine Ahnung. Also, ich stehe mal auf. Der Pullover, den ich anhabe, der ist übrigens selbst genäht. Die Darling Emma. So, hier ist das Lochmuster. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, ne? Genau. Und wie sieht sie demnächst? Und das Problem ist halt, die ist halt relativ lang hier hinten, aber vorne eben, wie gesagt, auch. Und da ist sie länger. Und ich kann euch das nicht richtig zeigen. Hier ist halt dieser hohe Schalkragen. Und dieser Kragen hinten, der müsste ja hier oben laufen. Das ist jetzt ein Rollkragenpulli da unten, ist ein bisschen schlecht, ne? Da muss ja hier oben am Nacken wohl langlaufen an den Schultern. Dann ist mir das Vorderteil aber vorne länger. Eben wie gesagt, ich denke durch das Lace. An sich sehr schön. Die Ärmel sind halt extrem lang geworden. Also ich habe die jetzt ein bisschen. Also wenn ich die jetzt so ziehe, sind die so. Stört mich jetzt aber nicht. Es gibt eigentlich keine zu langen Ärmel. Man kann die ja hochschubbern. Ist halt noch sehr klamm. Man kann das nicht richtig zeigen, ne? Also das Lochmuster finde ich an sich sehr schön. Wie gesagt, ich weiß halt nur nicht, ob das so mein Ding ist. Die Bündchen sind kraus. Kraus gestrickt, also eine rechts, eine Runde links. Habe ich mich an der Anleitung gehalten. Ich habe mich eigentlich bei der Jacke komplett an der Anleitung gehalten. Ich habe hier gar nichts anders gemacht. Auch die Ärmel habe ich so gestrickt wie in der Anleitung. Normalerweise stricke ich die Ärmel ja so, wie mir das gerade passt. Boah, die ist so feucht. Boah. Ja, hier habe ich mich direkt an die Anleitung gehalten. Passt auch super. Also passt perfekt. Ich habe eine L, glaube ich, gestrickt. Genau, unten hier ist ja kein Bündchen am Körper. Da fängt man einfach so an hochzustricken. Dadurch rollt sich das auch ein bisschen. Das hätte ich vielleicht auch anders gemacht. Hätte ich vielleicht auch ein kraues Bündchen gemacht. Ansonsten, ich war beim letzten Mal, hatte ich halt das Rückenteil fertig und die Vorderteile fertig und musste das dann verbinden. Und dann kam halt dieser ganze Lace-Part hier komplett noch dran. Die hat man denn hier in der Mitte verbunden. Also man hat einmal von der einen Seite, von der anderen dann verbunden. Ist halt eine Kaufanleitung, kann ich nicht so viel sagen. Ne? Und dann eben noch die ganzen Ärmel. Die Ärmel gingen relativ zügig. Also die Ärmel, wenn ich Ärmel stricke, stricke ich die auch relativ schnell runter. Die Wolle ist schön weich. Die ist schön weich geworden nach dem Waschen. Das ist die Drops Flora, vielleicht sollte ich das mal sagen. Und die ist halt super gewachsen nach dem Waschen. Das merke ich vor allen Dingen an den Ärmeln. Normalerweise gehört da noch ein Bindeband dazu, was man jetzt hier anstricken würde an den Seiten und dann nach vorne weg. Das habe ich jetzt weggelassen, werde ich auch nicht tun. Wie gesagt, ich weiß eben noch nicht. Oh, jetzt sieht man, das Muster sehr schön, ne? Ich weiß eben noch nicht, ob das so mein Ding ist. Es kann durchaus sein, dass ich meine Mama frage, ob die die haben möchte. Ich weiß ich nicht. Zum Überschmeißen ist die aber cool. Also. Ja, ich muss halt jetzt halt noch ein paar Fäden vernähen. Ne? Erstmal will ich die richtig durchtrocknen lassen. Dann muss ich noch ein paar Fäden vernähen. Ein paar habe ich schon vernäht nach dem letzten Video. Und jetzt muss ich halt noch die restlichen Fäden vernähen. Und genau, also gestrickt habe ich es auf 3,5. Also komplett wie in der Anleitung habe ich das gestrickt. Da gibt es auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Die ist ein bisschen, die wird von unten nach oben gestrickt, sollte man vielleicht nochmal sagen. So wie jetzt nochmal stricken würde ich sie nicht, weil das doch sich ziemlich langwierig nach oben zieht, weil irgendwann das Lace-Muster ist sehr eingängig, irgendwann weiß man das aus dem Kopf und dann zieht sich das und zieht, also es ist eine sehr, sehr langwierige Sache, gerade auch wegen diesen Schalkragen hier oben, den man dann ja auch noch dran machen muss, ne? Den Schalkragen habe ich auch mit einem Three-Needle-Bind-Off verbunden, kann ich einmal ein bisschen dichter.
zeigen. Genau, so. Das ist außen. Das ist innen. Den benutze ich ja auch für Socken. Das ist eine relativ einfache Methode. Geht schnell. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Darling Emma, Kaufanleitung von Jorge Lucatelli. Genau. Ist eigentlich eine schöne Jacke. Ich weiß ja nur nicht so, ob das mein Ding ist. Ich habe die extra in so ein Dunkelgrau gestrickt, dass ich ein bisschen, dass man die gut kombinieren kann zu allen. Deswegen in so einen relativ neutralen Ton. Ja, genau. So, die Darling Emma aus der Drops-Flora. Ich habe auch noch was über. Ich glaube, ich habe 500 Gramm bestellt und laut meinen Zählen habe ich 350 Gramm verbraucht. Also beziehungsweise auf jeden Fall 350 Gramm und ein paar Meter vom neuen Knäuel noch. Ich habe es aber nicht gewogen und das kommt mir sehr wenig vor, 350 Gramm. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es jetzt auch nicht gewogen. Aber laut den Banderolen, die ich jetzt habe, sind das 350 Gramm. Kann aber sein. Das ist halt ein Lace-Projekt. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch fertig. So. Das war es an Gestrickten, was ich fertig habe. Dann habe ich weiter gestrickt. Das zeige ich erstmal, was ich weiter gestrickt habe. An meiner Restejacke. Aber nicht viel. Nur so, was heißt nicht viel? Die Reihen sind halt schon relativ lang. Die sieht einmal jetzt so aus. Und da war ich hier das letzte Mal, habe das Stück hochgestrickt. Ist halt im Moment wie so ein Dreieckstuch, ne? Also, ja. Ich musste halt noch so ein paar Wiederholungen machen und vor allen Dingen aufpassen, dass ich mir keine Nadeln ziehe. Kraus rechts, ich stückel da immer Reste an und genau, meine so bläulich-grünlichen Reste, die ich habe. Und dazu lasse ich dieses Riesenknäuel laufen. Das ist ein Polyacrylwoll von Sheepies, habe ich letztes Mal gesagt. Das geht so langsam vor sich hin. Ich muss noch ein paar Zunahmen machen, dann wird irgendwas abgeteilt, keine Ahnung. Die Anleitung ist kostenlos auf Ravelry zu haben. Obwohl ich mir da gerade nicht sicher bin. Ich stricke das auf Fünfer, glaube ich. Ich habe auf Vierer angefangen. Das war mir zu brettig und habe dann nochmal mit einer Fünfer angefangen. Glaube ich, so war das, ja. Ja, genau, so. Das stricke ich gerade. Das aktuelle Resteknäuel kann ich euch auch mal zeigen. Ist dieses hier. So ein Grau-Blau. Könnt ihr gar nicht erkennen. Die Kamera gibt das voll gar nicht richtig wieder. Ja, genau, also einmal. Da kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Wenn das ein bisschen weiter gewachsen ist, dann wird man wahrscheinlich das auch irgendwann sehen. Genau. Nochmal eben zur Anleitung. Die ist wie gesagt kostenfrei im Prinzip. Ich hatte aber eine Zuschauerin angeschrieben, dass sie sich die Anleitung nicht runterladen kann. Nicht über den Designer, nicht über Ravelry, gar nicht. Die Seite zeigt einfach Error an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich konnte sie mir noch runterladen. Hab dann selber nachgeguckt und die zeigt wirklich Error an. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon wieder anders ist. Ich muss die Nadelstärke da oben noch ändern. Ich zeige es einmal. Das ist diese Jacke hier. Die ist halt wie so ein. Ja, man sieht ja. Wird komplett kraus gestrickt an einem Stück. Ich finde die sehr cool als Resteprojekt. Knöpfe werde ich weglassen. Die Anleitung nennt sich. Wie nennt sich eigentlich die Anleitung, ja? Die ist auf meinem Ravelry-Projekt verlinkt. In meinen Ravelry-Projekten ist die verlinkt, die Anleitung. Die Anleitung ist auf jeden Fall von Cisco Selpe Kivi oder so ähnlich. Hier unten ist der Name, wenn man das lesen kann. Wenn das jemand interessiert und er kriegt die nicht runtergeladen, dann meldet euch doch bitte einmal bei mir. Wie gesagt, die Anleitung ist kostenlos. Die kostet nichts, die kann man so runterladen eigentlich, aber letztes Mal ging das eben nicht. Ich habe selber geguckt und ich weiß nicht, was da los ist, warum man die Anleitung auf einmal nicht mehr runterladen kann. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. So. Das habe ich weiter gestrickt. Ja. Sonst habe ich an nichts weiter gestrickt, was ihr kennt. Ich habe nur neue Sachen angeschlagen. Das waren halt eben die Socken. Die habe ich schon fertig. Und wie ich schon sagte, meine Tochter ist im Moment sehr auf Stricksachen. Strick mir mal das, strick mir mal das. Und der Wunsch war auch, strick mir mal ein Tuch. So, hat sie sich wieder Wolle rausgesucht und sie hat sich dieses Knäuel rausgesucht. Das war auch mal im Tauschpaket drin. Das ist halt ein Knäuel.
Das ist ein Kind von 10 Jahren, die muss jetzt nicht so ein Riesentuch haben. Dachte ich mir, okay, mit einem Knäuel kannst du ja bestimmt auch ein schönes Tuch machen. Und dann habe ich ein bisschen gestöbert bei Ravelry, habe ein bisschen geguckt, was man so machen kann. Und habe dann auch eine Anleitung gefunden. Ich habe die jetzt nur in Schwarz-Weiß. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich zeige euch mal die Seite, wo die Fäden noch dran sind. Das ist einmal dieses Tuch. Das hat halt einfach nur oben einen glatt rechten Teil als Basis und dann unten kommt ein Lochmuster. Das sieht in Farbe schöner aus. Also ich habe das jetzt aber nur in Schwarz-Weiß. Und oben ist das, wie gesagt, glatt rechts. Ich bin ja ein relativ fauler Mensch und dachte mir, warum sollte ich das jetzt glatt rechts stricken? Ich stricke das einfach kraus rechts, den Körper. Und das habe ich bisher jetzt gestrickt, genau. Da gibt es Zunahmen hier in der Mitte. Hier am Anfang kann man, glaube ich, sehen, ne? Durch Umschläge. Und da strickt man jetzt den Tuchkörper, bis man, so wie ich das verstanden habe, noch ein Drittel vom Garn über hat. Also ich kann auch noch ein bisschen stricken. Und dann kommt eben das Lace-Muster unten dran. Das werde ich jetzt auch tun. Ich habe das Gefühl, das Licht ist total blöd hier. Das ist so ein pastelliger. Ist so pastellige Wolle mit so weiß und pastelligen Farben. Pastelliges Speckles. Sehr süß eigentlich. Ich weiß nicht, was das für eine Qualität ist. Ich finde die jetzt nicht unbedingt kratzig. Ich denke, das ist eine Sockenwollqualität. Ist kein Zettel dabei gewesen. Ja, und das stricke ich jetzt eben so lange, bis ich noch ein Drittel vom Garn habe und mache dann das Lace-Muster. Und dann kriege ich das Kind ein Tuch. Ja. Genau. Aber wie gesagt, normalerweise wäre das glatt rechts. Aber wir sind ja faule Menschen. Und kraus lässt sich auch noch ein bisschen mehr ziehen nachher, ne, beim Spannen. Also da kann man noch ein bisschen mehr wahrscheinlich rausholen. Ja. Gut, den Marker kann ich immer umhängen. Mal gucken, wie lange das dauert. Das ist ein Knäuel. Normalerweise könnte man das mal schnell so runterstricken, aber man will ja auch noch andere Sachen stricken und nicht nur solche Sachen. Anleitung sagt, ich soll mit 4er-Nadeln stricken. Ich stricke auf 3,5er-Nadeln. 3,5er-Zingnadeln, Metallnadeln, weil die Holznadeln immer noch alle beleckt. Das wird sich ja wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Ja, genau. Einmal dieses Tuch. Ich könnte ja auch mal sagen, wie das Tuch heißt. Das hat natürlich auch einen Namen. Das ist auch noch nicht bei Ravelry drin, da fällt mir gerade ein. Das habe ich noch gar nicht angelegt, das Projekt. Das müsste ich noch machen. Ice Cream Sprinkles Schal von Super Tinks ist das. So heißt das einmal. Also, das ist ein Knäuelprojekt, wenn man so will, ne, mit für einen Strang. Ist das gedacht? Man kann auch natürlich mehr nehmen. Ich kann mir das auch gut aus dem Farbverlaufsgarn vorstellen. Ich gucke aber erstmal, wie das ist. Das Lace-Muster ist auch einmal ausgeschrieben drin und einmal gibt es auch einen Chart. Ich habe mir den Chart jetzt noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das Lace-Muster stickt. Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeschaut, aber das sieht relativ easy aus. Also das hat bloß Umschläge und zusammengestrickte Maschen. Ja, genau. Gucken wir mal, wenn wir da. Das dauert aber noch eine Weile. Ich weiß nicht mal, ob das richtig 100 Gramm waren, das Knäuel. Ich habe das vorher nicht gewogen. Ich hoffe einfach, das passt irgendwie. Genau, das habe ich einmal neu angeschlagen. So, dann habe ich noch was Neues angeschlagen, was ich aber wieder aufmachen muss, möchte, wie auch immer. Und in dieser tollen Tasche. Ich finde die toll, ne? Die Tasche ist viel zu groß für dieses Projekt, aber egal. Und zwar ist das ein Double-Face-Projekt. Ich liebe Alice im Wunderland, wie alle wissen. Siehe da. Und ich habe schon sehr, sehr lange einen Schal auf meiner favorisierten bei Ravelry auf meiner Favoritenliste, so nennt man das. Und ich habe immer, ja, nee, die ist halt auch verdammt teuer, die Anleitung. Also die Anleitung kostet 10 Euro irgendwas. Also die ist schon happig, wie ich finde. Also ist schon ein stolzer Preis. Und kann man euch bloß dieses Bild zeigen. Das ist halt, wie gesagt, ein Double-Face-Schal mit verschiedenen Mustern von Alice im Wunderland. Alice, der Hase, die Häschen, die Katze. Halt ihre kleine Katze, die Grinsekatze, die Teetassen, da ist halt alles Mögliche an, also alles, was halt so mit Alice im Wunderland zu tun hat. So, ich habe jetzt kein richtiges Bild davon.
Das Projekt habe ich auch noch nicht bei Reverie angelegt, weil ich muss das halt nochmal neu machen. Weil mich mein Mann, ja, der hat mich eigentlich verunsichert. So, weil ich habe das angefangen zu stricken, was wird denn das? Ich sag so, ja, na hier so ein Double-Face-Schal, also wo man zwei identische Seiten hat, nur andersfarbig. Aber der Kontrast ist ein bisschen gering, ne? Da sieht man ja gar nichts. Ja, ich wollte halt aus dem Stash stricken. Hab mir Wolle aus dem Stash zusammengesucht, was reicht, weil Problem ist, man braucht um die 500 Meter und ein Strang Sockenwolle hat nicht 500 Meter. Das ist mein Problem. Dementsprechend musste ich was finden, wovon ich mindestens zwei Knäule habe. Oder 350 Gramm Knäule. Das ist halt nicht so einfach hier. Ich habe halt viele einzelne Stränge und ja, dann habe ich halt geguckt und dann habe ich geguckt und gesucht und dann habe ich gesehen, okay, ich habe von der Drops Flora, von der blauen, habe ich noch genug da dafür. Ich glaube genau drei. Ja. Und ich habe auch noch von der Drops Nord genug da. So. Rot und blau. Ich habe jetzt gedacht, okay, ne, machen wir mal, schlagen wir mal an. Habe ich gemacht. Mache ich wieder auf. Ich muss da so. Ich zeige es euch trotzdem. Das ist das Einzige, was ich gestrickt habe, bis mein Mann gesagt hat, der Kontrast ist zu gering. Und in der Kamera, ja, sehe ich das jetzt auch. Und ich sehe das auch so. Ich glaube, das ist zu gering. Ne? Das ist einmal die blaue Seite. Hier geht's noch, finde ich, wenn das Rote das Muster hergibt. Aber auf dieser Seite. Naja, ich weiß nicht. Ja, ich habe ein paar Reihen schon dran gestrickt. Das lässt sich gut stricken, Double Face. Ich finde auch das Maschenbild total toll. Also finde ich richtig gut und ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich muss jetzt halt nur nach anderer Wolle gucken. Das stricke ich auf 3 mm Nadeln. Ja. Double Face. Das macht auch Spaß und muss ich halt verdammt extrem konzentrieren dabei. Ja, jetzt habe ich überlegt, was ich nehme. Ich möchte jetzt aber auch nicht unbedingt weiß nehmen, weil ich möchte keinen weiß-blauen Schal, weil das erinnert mich so an diese alten Porzellansachen so. Und ich möchte auch keinen weiß-roten Schal, weil mich das so doll am Fußball erinnert. So, also wisst ihr, ich meine, jetzt habe ich überlegt, gelb zu nehmen. Ich habe aber kein Gelb hier und dann müsste ich mir Wolle kaufen. Und ich habe schon einmal geguckt, habe aber nichts gefunden, so richtig. Und deswegen liegt das jetzt im Moment. Aber auf jeden Fall werden da die Nadeln gezogen. Das fange ich nochmal neu an. Ich weiß halt nur noch nicht mit was. Da muss ich doch nochmal abtauchen. Ich möchte auch ungern Poliwolle dafür nehmen. Obwohl ich mir auch wieder denke, vielleicht bin ich die noch gar nicht um. Vielleicht hänge ich mir die noch einfach nur an eine Wand. Das kann natürlich auch sein. Obwohl ich auch dazu sagen muss, dieses Projekt wird wahrscheinlich einiges Zeit dauern. Ja, also. Das wird wohl ein bisschen dauern, weil Double Face ist nicht ohne. Also ich habe erst überlegt, das Ganze in eine Runde zu stricken und mit Colorwork zu stricken. Kann man ja auch machen. Ja, aber nee. Ich habe mich dann doch für Double Face entschieden und das macht auch Spaß, wenn man drin ist. Aber wenn dann einer sagt, der Kontrast ist scheiße, dann macht das eben keinen Spaß mehr. Das hat mich geärgert. Und dadurch habe ich da nicht weiter dran gemacht und muss jetzt erstmal wieder abtauchen. Also das ist das erste Projekt, was geribbelt wird, definitiv, was ich nochmal neu anfangen möchte. Ich möchte den aber gerne haben. Ja. Egal, wie lange der dauert. Und ich habe auch vorher überlegt, ist das denn notwendig, die 10 € auszugeben für die Anleitung? Weil manche Sachen sind mir auch einfach zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Das Thema hatten wir hier auch schon mal. Ich gebe auch nicht für Wolle 20 € für einen Strang aus, im Leben nicht. Auch wenn die noch so schön ist, das werde ich nicht tun. Und auch nicht 15 € ist mir auch zu viel. Nicht für Sockenwolle, auf keinen Fall. Auf jeden Fall, das ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt ja nicht weiter drauf eingehen. Das hatten wir hier schon mal. Ich habe einfach zwei Kinder und einen Mann und kann hier nicht, das geht nicht. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe überlegt, ob es notwendig ist, das Geld für die Anleitung zu bezahlen oder ob man sich das nicht selber zusammenstellen kann, die Muster. Hab dann bei Pinterest geguckt und geguckt und geguckt und habe aber nicht so wirklich, ich bin nicht so wirklich fündig geworden, dass mir das hätte gefallen. Und dann habe ich halt gedacht, nee, dann investiere jetzt das Geld für die Anleitung und strick das.
Genau, also ich bin nicht zufrieden gewesen mit den Sachen von Pinterest, mit den Mustern. Das war alles nicht so. Weil das ist alles hier so abgestimmt, so stimmig irgendwie, weiß ich nicht. Und da hätte ich dann verschiedene Muster wieder einkürzen müssen oder vergrößern müssen. Und hier habe ich es halt fertig, ne? Wie gesagt, bin ja faul, hab das halt komplett. Sind einige Seiten. Es sind genau 647 Reihen, die man zu stricken hat. Ja, 647 Reihen und 98 Maschen schlägt man an. Also kann man sich ausrechnen, wie viele Maschen das sind. Und das sind Double Face. Aber es macht Spaß und ich muss mir unbedingt Wolle dafür besorgen. Unbedingt, 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 unbedingt. Und ich glaube, ich habe das schon über ein halbes Jahr in meiner Favoritenliste. War nur mal zu geizig, eben das Geld zu investieren. Aber jetzt ist passiert. So, das ist aber das erste Projekt, was geribbelt werden muss, wo ich nochmal nach Wolle schauen muss, dass ich da irgendwas finde. Ich habe einen gelben Strang, aber wie gesagt nur einen und ich brauche 500 Meter. Da habe ich überlegt, ob ich das teile, dass ich bis zur Hälfte eine Farbe mache und mit der anderen Seite eine andere Farbe nehme und dass sich das irgendwie so trifft oder so. Oder ob ich zwischen diesen Mustern, also zwischen diesen, zum Beispiel, da kommt jetzt eine Teekanne und dazwischen kommt ein anderes Muster. Ob ich das irgendwie dann immer tausche, dass ich dieses Hauptmuster mit einer Farbe mache und dieses Zwischenmuster mit einer anderen. Ich weiß noch nicht. Ich muss unbedingt meine Kisten ausräumen. Ich wollte meine Wolle sowieso sortieren. Und ich gucke da nochmal nach. Also, ja. Schade, schade, schade. Ich hab mich richtig geärgert, wo der das gesagt hat. Ich hätte schon mehr, glaubt mir es. Aber eigentlich auch gut, dass er es gesagt hat. Ich habe dann auch die Umfrage bei Instagram gemacht, ob die Leute das genauso sehen. Und der überwiegende Teil hat doch gesagt, ja, er hat wohl recht. Und er hat ja auch recht. Ich habe mich nur so gewundert. Ich dachte mir, seit wann interessiert dich, was ich hier stricke? Ja, egal. Da dran, hier drin ist. So, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich weitermachen soll oder nicht. Nee, stopp, eins haben wir noch, wo ich auf jeden Fall dran weitermachen werde. Ich zeige euch jetzt einfach alle Projekte, die ich aktuell auf den Nadeln habe. Und zwar die La Passionaria. Habe ich da überhaupt dran weitergemacht, seitdem ich. Nein, da habe ich nicht dran weitergestrickt. Ist halt eine Frühlingsjacke und ich finde, die muss jetzt nicht unbedingt Priorität haben. So, da waren ja die Ärmel abgeteilt, ne? So, La Passionaria ist eine kostenfreie Anleitung auf Ravelry. Und die hat hier hinten halt ein Lace-Muster mit Perlen. Und ich fand die halt einfach total schön. Ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Jacke, die ich anziehe, aber ich fand das einfach toll und wollte das stricken. Und ich habe immer noch eine Mama, ne? Das stricke ich aus Wollmeise Lace mit 3,5 Nadeln auch. Hier wollte ich jetzt mir auch Holznadeln einziehen. Da geht es jetzt halt darum, den Körper runterzustricken, in glatt rechts. Und ja, für den Körper wollte ich das jetzt einmal aufbrauchen, zu Ende stricken. Und dann habe ich noch die andere Hälfte, weil der Wollwickler hat das nicht ganz geschafft. Wollte dann erst die Ärmel machen und dann den Rest vom Körper, dass ich weiß, wie lang ich werden kann. Und dann kommt auch noch eine Blende. Und da muss ich erst mal gucken, wie ich überhaupt einschätzen kann, wie viel ich dafür dann noch brauche. Ja. Genau. Ja. Aber die kennt ihr schon, da ist jetzt nichts dran passiert. Ich denke mal, da wird auch die nächste Zeit jetzt nicht unbedingt so viel dran passieren. Wahrscheinlich eher gar nichts. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Ribbeln werde ich die aber nicht. Die wird weiter gestrickt, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal zu den letzten zwei Projekten, wo ich noch Projekttaschen von habe, wo ich nicht weiß. Oder wo ich eigentlich schon weiß, ich aber nicht will oder wie auch immer, ich weiß nicht. Das erste ist, ist ein Tuch. Ein Tuch, wo ich eigentlich auch bei Annette von The Nerdnitz Sprachtellerrand Karl mitmachen wollte, weil die Anleitung ist auf Schwedisch. Ich habe mir die eigentlich relativ gut übersetzt, bin ich der Meinung. Ich werde wahrscheinlich Fehler drin haben, kann sein, aber ja, egal. Auf jeden Fall. Ich finde das Tuch wunderschön. Ich würde das sehr gerne stricken und auch haben wollen. Nur ich glaube, mir gefällt meine Farbkombination nicht mehr. So sieht das einmal aus. Das Tuch, wenn es fertig wäre. Da ist Brioche drin, da ist Lace drin, da ist Perlmuster drin, da ist Streifenmuster drin. Genau. Die Anleitung heißt Villa Pesosi Scott. Ist wie gesagt nur auf Schwedisch und Finnisch erhältlich. Schwedisch und Finnisch erhältlich.
Ich habe die jetzt mir auf Schwedisch, war die einfacher zu übersetzen wie auf Finnisch, deswegen habe ich die auf Schwedisch. Und ich habe da auch ein bisschen dran weitergemacht. Die habt ihr auch schon ewig nicht mehr gesehen. So sieht das einmal aus. Ja, also man hat unten mit Haus rechts angefangen und dann gibt es hier zwischen immer so ein Muster in dem Mittelbereich. Dann hat man Brioche gestrickt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe Brioche. Können auch mal wieder ein Brioche-Projekt anfangen. Und hier strickt man jetzt halt Lace. Da muss ich jetzt noch einmal das Lace wiederholen. Genau. Und wo ihr das letzte Mal gesehen habt, war ich hier und habe bloß ein paar rein. Ja. Und ich bin halt am Überlegen, ob ich das ribbel, weil das sollte ja nicht für mich werden. Das sollte eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für meine Mama werden. Erstens, ich werde sicherlich nicht fertig bis Weihnachten. Weil dieses Lace, das hält mich ganz schön auf. Es ist nicht schwer zu stricken, aber irgendwie die Rückreihen flutschen nicht. Und zweitens, ich glaube, die Farbkombi gefällt mir nicht. Ich habe dafür dieses Knäuel, ich habe dafür dieses und ich habe dieses dafür. Diese drei. Und so sieht das halt zusammen aus. Ach so, hier zwischen strickt man immer noch so diese aufliegenden Maschen, wenn man einen Musterrapport fertig hat. So. Das hier, das so orange-gelbe, ist von Astrids Wollstübchen. Kaminabend nennt sich die. Und das ist 75 Wolle, 25 Seide. Also der Schal ist auch total weich, voll toll. Ja, Wolle-Seide-Mischung. Das Weiße ist ein Lacy Silky, das hatte ich auch mal im Tauschpaket drinne. Das sind 250 Meter auf 50 Gramm. Das ist 70 Baumwolle, 20 Seide, 10 Polyamid. Und das Graue hatte ich mal im Tausch mit Strick mir was, Marco. Genau. Das ist ein Single Garn. Auch sehr weich. Ja. Und ich glaube, umso öfter ich mir das angucke, gefällt es mir einfach nicht mehr. Und ich denke, dass ich deswegen auch die Nadel ziehen werde. Das habe ich vorgestern schon gesagt und habe dann wieder zwei Reihen dran gestrickt. Ich bin mir echt unsicher. Ich weiß, dass meine Mama so eine Farben gut findet. Aber also bis zum Brioche war das super, ne? Hat total Spaß gemacht, ne? Danach war vorbei. Also ich weiß einfach nicht so richtig. Ich weiß nicht. Und vor allen Dingen. Das Weiß, da hätte ich genug für meinen Double-Face-Schal. Aber ich möchte ja kein Weiß, weil ich möchte ja keine Fußballfarben haben in den Schal. Das ist halt auch wieder. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich möchte das nicht mehr weiter stricken. Und ich glaube, wenn man was nicht weiter stricken möchte, dann muss man halt auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt stopp und jetzt ist Schluss und jetzt zieh die Nadeln und weg damit und fertig. Weiß ich nicht. Aber es sieht so verdammt toll aus, ne? Wenn das jetzt mal. Okay. Es sieht einfach nur toll aus. Wenn das fertig wäre. Aber die Farbkombi. Aber ich bin halt auch so ein pinker Mensch. Vielleicht liegt das einfach daran. Vielleicht sieht die Farbkombi zusammen ja gar nicht so blöd aus. Aber in meinen Augen sieht die blöd aus. Ich bin mir so unsicher, was ich mit diesem Tuch machen soll. Jetzt bin ich schon wieder der Meinung, nee, ich strick das weiter. Bescheuert, ne? Eigentlich will ich das gar nicht ribbeln. Bis Weihnachten wird es nichts, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es kommt ja wieder Muttertag und es kommt auch wieder Geburtstag und kommt ja alles, ne? Ist jetzt nicht das Problem. Für Weihnachten habe ich schon was anderes mir besorgt. Weil ich wusste, ich schaffe es nicht. Ja, weil ich einfach. Ich will das eigentlich schon fertig machen. Ich will aber nicht dran stricken. Das passt alles gar nicht zusammen. Ich weiß, aber. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Fühlt sich auch total toll an, ne? Vielleicht liegt es einfach an meiner Farbvorstellung, dass das nicht passt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Ich weiß ich nicht, bin ich mir unsicher. Ich weiß es nicht. Ihr habt das mal wieder gesehen. Also das gibt's auch noch. Ach, mein Tuch, ja. Eigentlich für den Sprachtellerrand, Karl. Der eigentlich, ich habe extra gefragt, ob man auch mit was Angefangenes mitmachen kann. Sagt sie ja. Und jetzt stricke ich einfach nicht dran. Man habe aber noch bis Ende März Zeit dafür. Also es ist genug Zeit da. Und dann das, was hier drin ist. So.
Das ist jetzt fast ein Jahr auf den Nadeln. So, und genau aus diesem Grund weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, das noch weiter auf den Nadeln zu haben. Es ist ein Pullover. Aufmerksame Zuschauer weiß, was das ist. Naja, wir reden von ein Jahr. Ich habe den letztes Jahr Anfang Weihnachten, vor Weihnachten angefangen. Und das ist einmal dieses Teil. Das ist ein Colorwork-Pullover von unten nach oben, was wahrscheinlich auch das Problem ist. Ich finde ihn auch schön, ja. Ich zeige euch einmal, von wem das ist. Das ist aus der Slitter-Zeitschrift. Das ist eine ganz schwierige Konstruktion, Vorsicht. Ausgabe 43/2019. Und die Anleitung nennt sich Vaughan oder so, wie das heißt. Von Doria Tubiana oder so. Das ist dieser Pullover. Ja. Total toll. Aber ein Jahr ist eine lange Zeit. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das so Sinn macht, das noch weiterhin auf den Nadeln zu haben. Weil ich habe keinen Bock, die Ärmel anzufangen. Das ist der Stand. Der Körper wäre soweit fertig, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Ich glaube, ich würde da noch einen Knäuel reinstrecken, dass der ein bisschen länger wird noch. Das ist aber auch Merino-Wolle, die wird sich auch noch dehnen. Genau, und das ist. Das stricke ich auf 3,5, glaube ich. Und einmal aus Wolle, die habe ich von meiner Oma. Das ist eine ganz alte Stahlsche Wolle Skyline Superwash. Das ist wie gesagt 100% Merino. Die wird es nicht mehr geben, so in der Form, in so einem Braun halt. Dann habe ich handgesponnene Wolle. Ist einmal dieses hier. Mit Glitzer drin, so ein Lila. Das ist. Das war ein Kammzug von der kleinen Wollfabrik, genau. Corydale ist da drin und das sind Corydale-Fasern, Polyacryl und dieses Glitzer halt, ne? Genau, das ist einmal handgesponnen. So, dann habe ich noch ein handgesponnenes Garn drin, das ist dieses hier, ist auch handgesponnen. Das ist 100% Merino, glaube ich. Ich glaube, da habe ich keine Zettel von. Nee, habe ich nicht. Warum habe ich denn da keinen Zettel von? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das ist. Das ist nicht Merino, das ist was anderes. Das, ja, das, nee, das ist kein Merino. Ich habe den Zettel aber nicht mehr. Auch egal, auf jeden Fall. Und das vom Fischerwolle hier. Die hatte ich mal über von meiner Stilight-Tunik, die ich übrigens auch nicht anziehe. Ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das auf 3,5er oder auf 3er gestrickt habe. Ich habe hier 3 mm Nadeln drin. Ich weiß nicht für was. Ich bin da auch komplett durcheinander, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich die Bündchen mit 2,5er Nadeln gestrickt habe, wie das in der Anleitung ist. Und dass ich den Pullover komplett auf 3er gestrickt habe, laut Anleitung. Das glaube ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Und das weiß ich auch nicht mehr so genau. Weil drin sind 3,5er Nadeln, glaube ich. Jetzt hier im Moment. Ich habe die aber auch schon öfter umgetauscht, weil da waren Holznadeln drin. Und dann waren da andere gute Nadeln drin. Und dann brauchte ich die anderen guten Nadeln. Und dementsprechend habe ich auch schon sehr oft die Nadeln in den Pullover getauscht. Und das sind 3,5er jetzt. Damit habe ich den aber nicht gestrickt. Das habe ich nur, dass ich die Maschen nicht verliere, raufgezogen. Ich glaube, es ist schade drum, ja, der Körper wäre fertig, aber ich glaube, ich werde das ganze Ding einmal ribbeln. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich dieses Garn als Kontrast nehmen soll für den Colorwork-Teil. Ich kann da mal eben nebeneinander halten. Entweder mit der roten oder mit der blauen. Ich hole das mal eben raus. Das würde mich jetzt selber interessieren. Dann hätte ich da nämlich auch von. Ich glaube, ich habe da 3 Knäule von. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber da wäre doch der Kontrast größer, oder? Guck mal. Ich weiß nicht. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfordert mit meinen Projekten. Aber ich glaube, bei dem Tuch bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Aber bei dem Pullover bin ich mir eigentlich schon sicher. Ist zwar schade, um das hier unten. Das ist halt alles natürlich abgeschnitten, ne? Aber mein Gott, so viel ist das noch nicht. Und für handgesponnen finde ich das auch richtig hübsch, ne? Ja.
Und da habe ich halt auch immer überlegt, was machst du mit deiner handgesponnenen Wolle? Und dann habe ich halt ein Projekt gefunden und jetzt ribbel ich das wieder. Und jetzt habe ich wieder die handgesponnene Wolle. Tja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich ribbel den Pullover doch auf. Ich werde ihn jetzt hier oben liegen lassen. Ich nehme den nicht mehr mit runter. Und wenn ich die Wolle brauche, werde ich den ribbeln, weil ich habe von dieser noch eine ganze Menge. Halt große Pullovermenge. Die hatte davon ganz viel. Die ist halt sehr alt schon, ne? Und die muss man halt wirklich einmal durchwaschen, dass die wieder so ein bisschen fluffiger wird, ne? Ist halt so. Man merkt es halt, dass die alt ist. Aber dass ich keine Banderole mehr von meiner anderen handgesponnenen Wolle habe, weiß ich nicht. Aber das wird definitiv fliegen, weil ich denke, nach einem Jahr ist jetzt auch mal gut gewesen. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt nicht, wenn, dann hätte jetzt was passieren müssen und es ist nichts passiert. Da sind schon wieder nur andere Sachen im Kopf, aber nicht der hier. Deswegen fliegt der definitiv. Genau, das wollte ich einmal mit euch besprechen. Und beim Tuch bin ich mir eben unsicher, was ich da machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und hier sieht es aus wie Sau. So, das war alles, was ich gestrickt habe, was ich euch erzählen wollte, wo ich mir unsicher bin. Und dann habe ich mir die neue Sonita geholt, die war da, aber da ist eigentlich gar nichts drin, was mir gefällt, was ich stricken wollen würde. Null im Prinzip. Ist eine ganz blöde Ausgabe für mich diesmal. Hat sich gar nicht gelohnt und wenn ich mir die Vorschau auf der nächsten angucke, sieht es nicht besser aus. Nichts dabei. Die kann also so im Schrank, ohne da irgendwas von gestrickt wird. Die brauchen wir nicht, sozusagen. Ja, kann passieren, ist egal. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich kein festes Abo abgeschlossen habe, sondern dass ich die mir wirklich bloß am Zeitungskiosk liefern lasse. Ich nehme die wohl mit, aber wenn ich jetzt merke, nach zwei, drei Zeitungen, da ist nur Schrott drin, dann hole ich mir die auch nicht mehr. Dann warte ich erst ab, bis andere wieder ein Video machen, die vorstellen. Und wenn ich dann sehe, oh, da ist was drin, was ich gerne hätte, dann kann ich mir die immer noch holen. Genau. So, das war alles, was ich gestrickt habe. Dann habe ich noch ein bisschen was genäht. Ich hatte wegen Weihnachtsgeschenke überlegt, hin und her. Die Decke für meinen Neffen ist ja fertig. Und ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt. Und zwar nennt sich dieser YouTube-Kanal Pay for What? Pay for What? Genau. Ich habe das vergessen, wie die gerade eigentlich heißt. Pay for What heißt das? Das ist die Lisa Pay. Die findet man auch auf Instagram. Und die macht so ganz süße Sachen. Die macht Teddybären, die macht so, also so ganz viel Kuscheltiere und so, das näht die alles, ne? Und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und war ja voll begeistert und habe da jetzt mal zwei Sachen ausprobiert. Und vielleicht verschenke ich die, vielleicht aber nicht. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, was ich da mache. Zum einen war das einmal diese Katze, eine schlafende Katze. Verdammt, verdammt friemelige Arbeit. Ja, das ist alles hier aufgenäht, ne? Also da ist so, wie nennt sich das, diese, na dieses Zeugs hier, was so festklebt doppelseitig. Oh, wie heißt denn das jetzt? Ach, ich komme nicht auf den Namen. So ein Vlies auf jeden Fall, ein Stickvlies, glaube ich, heißt das, genau. Mit Stickvlies und dann da drauf, dass das fest ist, gebügelt und dann genäht und das hier festgenäht und die Ohren innen drin festgenäht und das hier mit einem Zickzackstich genäht, so gut es ging. Genau, der Kopf kann man auch drehen hier. Ja, die schläft halt. Da gibt es jetzt auch wieder eine neue Anleitung von einer anderen Katze. Ach ja. Gefüllt, richtig dick und fest, der Kopf. Und der Kopf hat auch keine Wendeöffnung. Das finde ich auch ganz cool. Sie tut hier hinten am Kopf, das kann ich jetzt nicht zeigen, da, mit einem Kreis aufnähen nochmal, wo sie dann eine Wendeöffnung reinschneidet. Dadurch hat man am Kopf keine Wendeöffnung und nicht irgendwelche krumpligen Nähte, weil mit der Hand zu nähen ist bei mir auch nicht so der Knaller, weil das ist nämlich hier beim Körper. Und dann wird der Kopf mit so einem Knopf einfach nur festgenäht. Dadurch ist der hier so schön beweglich. Und ich finde das total niedlich. Und mir ist aufgefallen, das ist auch eine sehr coole Handyhalterung. Das ist ein kostenloses Muster. Das ist bei ihr bei YouTube verlinkt. Sie zeigt auch Schritt für Schritt bei YouTube, wie sie das näht. Genau, der Mund ist auch abgenäht mit der Maschine. Und das ist auch hier alles mit der Maschine gemacht.
Ja, also es ist eine sehr fummelige Angelegenheit, aber machbar. Ich habe auch gedacht, die wird ein bisschen größer, aber das ist die Endgröße. Ja, genau. Einmal diese Katze habe ich genäht. Wie gesagt, Lisa Pay. Ich finde das total niedlich. Es ist jetzt nur die Frage, ob ich das jetzt zu Weihnachten verschenken soll oder nicht. Keine Ahnung. Wobei jetzt ein Versuch ist, ist doch niedlich, oder? Die schläft halt. Aber es gibt jetzt auch noch eine neue Anleitung, die so ähnlich ist wie das, was ich euch jetzt zeige. Und zwar diesen Kandidaten hier. Das ist ein Patchwork-Dog. Der hat die Ohren falsch. Da normalerweise soll der so gucken. Hat das Kind mit rumgespielt. So soll der normalerweise gucken. Also die Ohren hängen normalerweise vorne. Den Hund. Das ist ein Patchwork-Hund. Das ist so, ja, kann man auch als Kissen benutzen. Da sind Styroporkugeln drin. Ich habe ja noch drei Säcke Styroporkugeln. Das sind alle Stoffreste, die ich vernäht habe. Unten das halt von der Decke, weil ich dachte mir, den schenke ich auch meinen Neffen. Bin mir aber unsicher. Der Kopf wieder mit dem Knopf. Das war sehr, sehr, sehr fummelig mit die Füße. Das ist eine sehr kleine Sache. Der Schwanz ist auch mit dem Knopf festgemacht, dass der bewegbar bleibt. Und ja, hier die Augen wieder mit Zickzackstich. Ist nicht perfekt, ich finde es aber gut. Die Nase auch. Und da kann man auch den Kopf so ein bisschen drehen. Ja, genau. Und normalerweise ist das halt so. Ich habe die Nähte nicht hundertprozentig richtig gesetzt bei den Ohren, sonst würden die besser liegen. Aber genau, ich denke mal, das ist trotzdem ganz niedlich geworden. Und halt in dieser Art und Weise gibt es jetzt auch die Katze mit offenen Augen und ja, zum Nachnähen. Und ich habe heute Morgen bei Instagram gesehen, bei Instagram gesehen, dass sie jetzt bald die Anleitung für den Elefanten rausbringt. Oh, ja. Ich gehe schon mal nach Stoff suchen, ne? Das mache ich auf jeden Fall. Ja, hier sind Styroporkugeln drin. Einfach um ein bisschen Füllwatte zu sparen und die ist cooler hier zu dingsen. Man kann ihn auch noch schwerer machen und als Türstopper benutzen. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ja, auch kostenfrei. Da verlinkt sie zu ihrer Seite, wo man sich das runterladen kann. Ausdrucken, ausschneiden, losnähen. Genau. War cool, hat Spaß gemacht, aber auch sehr friemelig, muss ich sagen. Also teilweise sehr, sehr friemelig. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich die verschenken soll oder nicht. Die Kinder haben eigentlich auch Bedarf angemeldet. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Also einmal diese beiden Kandidaten sind hier praktisch eingezogen bei mir. Die habe ich einmal genäht. Ja, gut. So viel dazu, mir gibt es auch gar nichts zu sagen. Mal sehen, ob die ausziehen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das gefällt oder nicht. Und es ist halt schwierig, ne? Ist halt so ein, ja, so ein Pille-Palle-Kram, ne? Sagt man. Ich sage immer so, ja, sowas halt, ne? So. Dann habe ich gestern noch schnell was probiert zu nähen. Ich habe ein Schnittmuster vom Petit Du gestern vernäht. Das ist die Jacke Nora. Die habe ich einmal genäht gestern. Das ist eine Jacke mit Kapuze. Die sieht einmal so aus. Den Stoff hat sich mal meine Mama gekauft und ich wusste mal nicht, was ich daraus mache. Und jetzt habe ich die Jacke genäht. Ich ziehe die mal über. Die soll für ihr sein, wohlgemerkt. Das ist nicht meine Jacke. Weil mein Stoff ist das nicht. Ich habe mir die noch nicht gekauft. Sie hatten sich aber gekauft. Weil mich erinnert das jetzt so ein bisschen am Bademantel-Style mit dem Stoff. Weiß ich nicht. Ich zeige es euch einmal. Das ist die Jacke. Die hat halt hier so ein extra hier so ein Beleg fürs Vorderteil. Sie hat hier Taschen. Genau, die waren echt tricky zu nähen, bin ich ganz ehrlich. Das war schwierig. Und der Ärmel wird im geschlossenen Zustand eingenäht. Das war auch ein bisschen tricky, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Säume sind einfach 2 cm umgebügelt und genäht. Der hat jetzt keinen Verschluss. Der Verschluss ist auch für die Jacke nicht vorgesehen. Man kann hier aber Druckknöpfe ran machen, Knebelknöpfe, je nachdem, was man eben für einen Stoff verwendet. Und ich finde den Schnitt total toll, aber nicht aus dem Stoff. Also der Stoff ja, aber nicht das Muster von dem Stoff. Das ist nicht so mein Ding. Den behalte ich auch nicht, den kriegt meine Mutter. Aber der Schnitt ist sehr toll. Und ich kann mir da sehr cool einen richtig fetten Wollmantel vorstellen. Also wisst ihr, wie ich meine? Weil das hat hier und dann mit Knebelknöpfe. Vorteil ist, es war nicht mein Stoff, ich konnte den Schnitt ausprobieren.
habe ihn für gut befunden. Zwar relativ schwer zu nähen, aber für gut befunden. Und kann ihn jetzt nochmal mit einem anderen Stoff nachnähen. Das ist die Jacke Nora. Genau. Die habe ich mal gekauft. Die habe ich schon lange, die Anleitung oder das Schnittmuster. Da war mal ein Sale, ein Sommersale oder so. Und da habe ich das zugeschlagen, weil da waren die Anleitungen für 1,50 oder was. Und dann habe ich mir die gekauft. Ja, so. Die hat halt hier einen Beleg. Was man machen kann, ist, hier oben kann man ein Band einnähen, denn wir diese Naht hier verdeckt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich finde das nicht so schlimm. Ist halt selbst gemacht. Und ja. Also, halt, wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen tricky ist, waren die Taschen. Das war so ein bisschen schwierig. Da musste ich auch einmal nachsetzen. Das erklärt sie aber auch im Video, wie man das macht, wenn das nicht ganz gepasst hat. Und bei mir hat das hier halt nicht ganz gepasst. Und da musste ich nochmal nachsetzen. Fällt aber nicht auf. Und die Taschen sind anders von dem Pullover, weil mir der Stoff ausgegangen ist. Deswegen habe ich den genommen. Und was man noch machen kann, man könnte die Taschen noch hier innen am Beleg festnähen, dass sie nicht immer so wegrutschen. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich glaube, das kommt ganz gut, wenn man die hier einmal am Beleg noch oben und unten ein bisschen fixiert, dass die nicht überall hinrutschen. Ja, also das kann man auch noch machen. Aber die Taschen waren schon ein bisschen, also die waren tricky, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich auch so noch nicht genäht und ich habe auch so noch keine Ärmel eingenäht. Also ich habe noch keine Ärmel im geschlossenen Zustand eingenäht. Aber der Schnitt ist, wie ich finde, total toll und man kann ihn auch kürzen, man kann auch eine kurze Jacke draus machen. Aber wenn man da mal bei Patty Du guckt, Jacke Nora bei YouTube, dann sieht man das auch. Aber halt, wie gesagt, der Stoff ist halt nicht so meins. Das ist halt, also ich würde jetzt so das nicht draußen anziehen, weil ist für mich Bademantel-Style irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und ich habe noch sowas, ne, von ihr. So einen ähnlichen. Ja, der eine ist vernäht, ist auch alles verbraucht, ist nichts von über. Ja. Jacke Nora vom Petit Du. Nähpläne sind immer noch da, nur im Moment habe ich irgendwie keine Lust. Ich muss unbedingt noch ein paar Masken nähen, wollte ich noch. Masken habe ich auch genäht. Die habe ich jetzt aber nicht hier. Ich möchte unbedingt noch ein paar Masken nähen und ich möchte auch noch Socken für die Kinder machen und immer noch diesen Loop, Schal und Stirnband. Nein, möchte ich auch noch nähen. Das ist eigentlich schnell genäht, aber. Gestern habe ich gedacht, jetzt schneidest du mal die Jacke zu und habe die dann aber auch gleich genäht, ne? Also, aber irgendwie habe ich im Moment keine Lust, mir irgendwas zuzuschneiden oder so. Das ist so, nee, also irgendwie, ja. Keine Ahnung, mal sehen. Aber wie gesagt, Mund-Nasen-Masken, da müsste ich eigentlich was tun, also. Aber egal, schauen wir mal. Was das nächste Mal passiert ist, ob ich mich doch noch überwinde oder nicht. Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn der Elefant kommt, dann kann durchaus sein, dass da wieder. Ich finde das so niedlich, was sie da macht. Da kriegt man auch so kleine Teetassen mit Unterteller und alles Mögliche. Total süße Sachen. Also wirklich. Guck da einfach mal rein. Paid for What heißt der YouTube-Kanal. Ich finde das mega, was die macht. Und ich finde auch, die hat eine richtig krasse Frisur. Die finde ich auch total cool. Ja, so, das war es eigentlich, was ich euch alles zeigen wollte. Seht ihr, wieder fast eine Stunde rum. Gut, dass ich heute aufgenommen habe. Ich habe erst überlegt, ob ich noch warte, aber es war schon sinnvoll. Ich werde jetzt nochmal in mich gehen, ein bisschen überlegen, was ich ribbel, was ich behalte und so weiter und so fort. Aber ich denke definitiv, dass der Pullover von den Nadeln fliegen wird. Dann möchte ich auch was Neues anfangen. Aber das seht ihr dann, denke ich mal, beim nächsten Mal. Auf jeden Fall wird was Neues auf den Nadeln kommen, definitiv. Und dadurch, dass ich jetzt nur Großprojekte habe und gar nichts Kleines mehr, wie ich gerade feststelle, nein, keine Socken und nix, denke ich mal, weiß ich nicht. Eigentlich bin ich bemüht, ich habe letztes Jahr geschafft, nichts mehr auf den Nadeln zu haben vor Weihnachten. Nichts mehr. Nichts mehr. Und dann habe ich den Vaughan angefangen. Das weiß ich noch. Das werde ich dieses Jahr aber nicht schaffen. Ich habe die Restejacke. Ich habe meine La Passionaria Jacke. Ich habe das Tuch eventuell noch.
Hab den Double Face Schal auf jeden Fall, den ich noch Anfang Jahr, und habe das Tuch für meine Tochter auch noch. Also dieses Jahr wird das nichts, ohne Projekt ins neue Jahr zu gehen. Das schaffe ich auf keinen Fall. Ist aber auch gar nicht schlimm. Soll ja Spaß machen und ich stresse mich damit auch nicht. Und wenn ich auf manche Sachen keine Lust mehr habe, dann ist das eben so. Obwohl es mir manchmal auch schwerfällt, das zu ribbeln. Gerade bei dem Tuch, da bin ich mir so unsicher. Ich kann gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Egal. So, das war's jetzt an meiner, von meiner Seite. Soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Sachen, die ich so gemacht habe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. So, darauf wollte ich hinaus. Und hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag.